Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur Tipp um 5. In Frankreich finden an diesem Wochenende große Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren statt. In Paris werden 70 Staats- und Regierungschefs erwartet. Im Wald von Compiègne gibt es eine Gedenkfeier mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel. US-Präsident Trump hat Macron schon in der Früh empfangen. Der pensionierte Bundeswehroffizier, der jahrzehntelang für Russland spioniert haben soll, ist in Haft genommen worden. Das hat die Salzburger Staatsanwaltschaft bestätigt. Der russische Außenminister Lavrov wehrt sich indes erneut gegen die, wie es heißt, nicht bewiesenen Anschuldigungen, die öffentlich vorgebracht worden seien. Luxemburgs Außenminister Asselborn kritisiert im Profil scharf Österreichs Regierung. Mit der Ablehnung des UNO-Migrationspaktes agierten Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache als Handlanger von Ungarns rechtsnationalem Premier Orban, sagt Asselborn. ÖVP und FPÖ kontern. ÖVP-Generalsekretär Nehammer bezeichnet Asselborn als politisch längst bedeutungslos und FPÖ-Generalsekretär Wilimski sieht in ihm einen fanatischen Linken, wie er sagt. Die ÖVP-Frauen haben seit dem frühen Nachmittag eine neue Chefin. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß übernimmt das Amt der Bundesleiterin von Dorothea Schittenhelm. Die schweren Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien haben bereits Hunderttausende Menschen in die Flucht getrieben. Gestern ist die Kleinstadt Paradise im Norden Kaliforniens fast vollkommen niedergebrannt. Und auch weiter südlich wütet das Feuer. 9 Menschen sind bisher durch die Flammen gestorben. In Turin haben erst 30.000 Menschen für die Errichtung einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Turin und Lyon demonstriert. Die Turiner Bürgermeisterin und ihre Partei, die Fünf-Sterne-Bewegung, lehnen das Projekt als zu teuer ab. Und jetzt schauen wir noch auf Sonntagswetter. Und gleich geht's hier weiter mit der Sendung Bewusst gesund. Heute geht es um Diabetes. Ist es tatsächlich heilbar? Und welche Therapien gibt es dafür? Das erfahren Sie gleich im Anschluss. Und um 19.30 Uhr freuen Tag leiten und ich uns, wenn wir Sie bei der ZIP 1 wieder begrüßen dürfen. Also hoffentlich bis später.